Moin Fans, ich finde es ist jetzt Zeit, dass ich mich auch mal zu dieser Diskussion zum Thema Pay to Win beteilige. Bevor ich irgendwas sage, möchte ich dazu sagen, dass das nur meine persönliche Meinung ist und es völlig okay ist, wenn jemand eine andere Meinung ist. Ich zwinge hier niemandem was auf, möchte aber selbst auch nicht andere Meinungen aufgezwungen bekommen. Und um eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen, alles was ich weiß, ist aus den 37 Stunden der Vollversion auf meinem Account, die ich habe, plus die Erfahrung aus der Alpha und Beta und drei weiteren Origin Access Accounts. Das heißt also, ich bin so insgesamt vielleicht bei circa 100 Stunden Spielzeit und das meiste davon halt in der kompletten Endversion. Wie das Loot- und Kartensystem jetzt ganz genau funktioniert, das erkläre ich euch in einem anderen Video, weil die meisten werden es vielleicht schon wissen und ich will nicht, dass das ewig lang ist. Es geht hier wirklich nur um einen einzigen Punkt. Ist es relevant, dass man Karten oder Boxen kaufen kann? Und meine persönliche Meinung, und ich sage es jetzt ein weiteres Mal, meine persönliche Meinung ist, dass es wirklich scheißegal ist. Wir reden hier von einem Spiel, in dem man in jeder Runde Punkte für das Objective bekommt, Punkte für Kills bekommt. Man bekommt viel mehr Punkte fürs Objective als für Kills. Und von diesen Punkten kann man sich Super-Einheiten kaufen. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Super-Kampfdroiden kaufe oder ein Raumschiff oder ein AT-ST oder einen Panzer, habe ich einen Vorteil gegenüber meinen Mitspielern oder beziehungsweise gegenüber meinen Gegnern. Und das ist unumstößlich. Es ist Teil dieses Spiels. Es gehört dazu, einen Vorteil gegenüber einem anderen Spieler zu haben. In diesem Spiel, das habe ich in meinem ersten Video schon gesagt, geht es nicht um Balancing. Wir reden hier nicht von einem E-Sport-Titel, es gibt kein Ranked, es ist kein Competitive, es geht lediglich darum, Dinge in die Luft zu jagen, Spaß zu haben, mit einem Jedi-Meister durch eine Meute von Gegnern durchzufetzen und wenn die sterben, dann können die direkt danach wieder spawnen. Die Tode werden in der Punkteliste nicht mal angezeigt und glaubt mir, ich habe es wirklich versucht, ich habe es wirklich getestet und ich habe 30 Stunden gespielt, ohne eine einzige Karte auszurüsten und ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt verloren habe, weil ein anderer eine geilere Karte ausgerüstet hat oder dass ich irgendwie verloren habe, weil der jetzt irgendwie Geld ausgegeben hat, sondern ganz einfach immer nur, weil ich einen Fehler gemacht habe oder der Gegner einfach schlauer war als ich. Dazu kommt, dass das Spiel eine Third-Person-Mechanik hat. Das bedeutet ganz einfach, der Gegner sieht dich, bevor du ihn siehst. Wenn du also auf einen Korridor zurennst und auf der anderen Seite steht ein Gegner, dann weiß er ganz genau, wann du kurz vor ihm bist, wann er pieken muss und wohin er zielen muss und du hast per se eigentlich schon so gut wie keine Chance gegen einen guten Spieler. Zu diesem Punkt hat sich dann wahrscheinlich auch jegliche Diskussion über Fairness in diesem Spiel schon als hinfällig erwiesen. Jemand, der jetzt 100 Euro oder 80 Euro, ich weiß nicht, was das große Paket kostet, für Starcards respektive Lootboxen ausgegeben hat, der kann deswegen trotzdem nicht besser zielen. Und es gibt, soweit ich das gesehen habe, keine einzige Karte, die zum Beispiel die Basisgesundheit von Soldaten erhöht. Ich rede jetzt im ersten Moment vom Hauptspielmodus Galactic Assault. Auf die anderen Modes komme ich gleich nochmal zu sprechen, denn ich bin der Meinung, dass es hier am allerwenigsten interessant ist und es ist nun mal halt einfach der Basic Mode, der Hauptmode, den die meisten Leute spielen und der, auf den das Spiel eigentlich ausgelegt ist. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass alle nur davon reden, dass es ein Pay-to-Win-Spiel ist und das mit einer furiosen Wut in sich, dass es nicht zu glauben ist. Also ich bin wirklich während meines Streams gestern tatsächlich persönlich angegriffen worden, weil mir das Spiel gefällt oder weil ich gesagt habe, ich finde, es ist egal, ob es Pay-to-Win ist oder nicht. Das finde ich ganz schön krank. Ich kann absolut verstehen, dass manche Leute wirklich sauer sind, weil du wirst überall nur abgezockt. Es gibt nur noch Season Pass, es gibt nur noch Premium Edition, man zahlt 200 Euro für ein scheiß Spiel und kriegt dann noch nicht mal Dedicated Server. Das sehe ich komplett ein. Aber dieses Spiel hat dieses Loot-System aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich es soll in den nächsten 2 Jahren soll immer wieder neuer Content kommen, der für alle gratis ist. Und das ist eine Sache, die scheinen viele einfach auch zu ignorieren oder einfach zu sagen, ja, das ist selbstverständlich, das war früher auch nicht so mit Season Pass und bla. Natürlich nicht, aber der Umfang, den das Spiel bekommt, wenn sie sich dran halten an das, was sie gesagt haben, das ist natürlich vorausgesetzt. Aber wenn dann wirklich die nächsten 2 Jahre immer wieder neue Maps, neue Helden, neue Waffen, neue Skins und alles kommen, dann hat man die nächsten 2 Jahre was von diesem Spiel. Und wenn sich das finanziert über Lootboxen, ist das für mich persönlich okay, denn keiner ist gezwungen, mehr als den Preis des Basisspiels auszugeben. Und erzählt mir, was ihr wollt, aber diesen Umfang, den diese Spiele dann bekommen würden, den hatte man früher bei keinem Spiel, zumindest nicht ohne Add-ons. Und ein ganz wichtiger weiterer Faktor ist für mich, dass diese Pay-to-Win-Geschichte normalerweise schön hintenrum über die DLCs läuft.
Ich rede hier von anderen Titeln, wie zum Beispiel Battlefield. Ich meine, in Battlefield ist es gang und gäbe, dass es DLC-Waffen gibt. Mit jeder Season gibt es mindestens einen Haufen neuer Waffen, die andere Spieler nicht haben, die den DLC nicht gekauft haben. Der DLC kostet auch 50 Euro. Das heißt, das ist im Grunde genommen auch nichts anderes als Pay-to-Win. Bei Call of Duty kann man Waffen kaufen. Die werden mit Sicherheit ein bisschen besser sein als die normalen, wenn sie denn schon Geld kosten. Warum sonst sollte man sie kaufen? Ich brauche hier gar nicht erst mit Diablo anfangen, die am Anfang ein Bezahlauktionshaus in ihrem Spiel hatten. Und offen gestanden ist meiner Meinung nach Rainbow Six ein viel größeres Beispiel. Denn der Season Pass, den man sich jedes Jahr kaufen muss, um alle Operator zu haben, natürlich kann man sie sich auch freispielen, aber nehmen wir mal das Beispiel des letzten Operators Ella, sie ist absolut krank. Sie ist absolut krank. Wer mir sagt, dass man mit Ella nicht im Vorteil ist, der hat keine Ahnung von diesem Spiel. Das ist auch Pay-to-Win, das wird aber total gefeiert. Warum? Weil die Maps kostenlos sind. Die Maps sind kostenlos, die Operator nicht. Warum hat Rainbow Six Microtransactions, einen Season Pass und man bekommt trotzdem nicht alles? Aber bei Battlefront ist es eine Riesenkatastrophe und wir reden bei Rainbow Six von einem Competitive-Spiel, das E-Sport-fähig sein will. Und Battlefront ist nichts weiter als ein verdammter Fun-Shooter, wo es nicht drauf ankommt, wie oft du stirbst oder wie oft du jemanden killst, sondern einfach nur eine coole Runde hinzulegen. Und die hatte ich bisher jedes Mal, egal ob ich nur Karten ausgerüstet habe oder nicht. Die Tatsache, dass ich durch Endor stampfen kann mit einem AT-ST und im Sekundentakt Gegner zerficke, ohne eine Karte ausgerüstet zu haben, macht für mich einfach jegliche Diskussion über Pay-to-Win einfach völlig schwachsinnig und überflüssig. Denn dieses Spiel ist nicht im Ansatz balanced. Man stirbt, das gehört dazu. Ihr werdet in diesem Spiel immer wieder den Löffel abgeben. Es sei denn, ihr hängt euch voll rein und seid hochkonzentriert. Und dann kann euch auch keiner mit besseren Karten was. Ich bin kein Fan von diesem System. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem Progression-System. Aber was viele auch außer Acht lassen ist, dass es doch eigentlich egal ist. Denn im Endeffekt ist es so. Solange irgendeiner mehr gespielt hat als du, hat er einen Vorteil. Und dann ist es doch eigentlich auch egal, ob ich jetzt gegen jemanden spiele, der 200 Stunden in das Spiel investiert hat oder nur eine halbe Stunde investiert hat und ein bisschen Geld ausgegeben hat. Die Tatsache, dass jemand besser ist als du oder besseres Equipment hat als du, weil er länger spielt, ist in Spielen seit Ewigkeiten völlig akzeptiert. Es ist eine Sache, die mich schon immer genervt hat und die ich immer bescheuert fand. Deswegen fand ich Counter-Strike früher immer geil, weil du jede Runde vom Neuen dein Equipment kaufst und niemand hat irgendeinen Vorteil gegenüber jemandem, der länger spielt oder weniger spielt oder sonst was. Warum also regen sich die Leute so extrem über dieses Spiel auf? Ich persönlich kann es nicht verstehen. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen und auf die möchte ich kurz eingehen. Denn zum einen gibt es den Modus Starfighter Assault, mein Lieblingsmodus, wo man nur mit Raumschiffen fliegt. Und da muss man wirklich sagen, da bringen die Karten wirklich einen extremen Vorteil. Also ob mein Raumschiff jetzt nur extrem viel wendiger ist, 40% mehr Lebenspunkte hat, deutlich mehr Schaden macht, das ist ein unfairer Vorteil gegenüber einer, der die Karten nicht hat. Aber auf der anderen Seite, das ist das Problem mit dem Spiel. Nicht, dass man die Boxen kaufen kann. Das Problem ist, dass jemand, der länger gespielt hat und mehr gespielt hat, einfach bessere Karten hat, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt ist es natürlich so, dass man über dieses Crafting-System auch gezielt sich die Karten craften kann, die man gerne möchte. Wenn ich für 90 Euro Lootboxen kaufe, kriege ich Random-Karten. Ich werde wahrscheinlich das meiste haben, was ich haben will und den Rest kann ich mir dann über die Crafting-Parts machen. Ich finde es auch Quatsch, dass in diesen Bezahlboxen auch Crafting-Parts sind, ganz sicher. Also da gehe ich auch nochmal in meinem In-Depth-Video dann drauf ein, über dieses Loot-System, aber das ist natürlich irgendwo auch Quatsch. Aber nichtsdestotrotz kann man in der Zeit, in der ein anderer Spieler dieses Level 20 erreicht, ja, wo er dann diese guten Karten überhaupt erst ausrüsten kann, weil vorher bringt ihm das alles nämlich überhaupt nichts. Man muss ja Level 20 sein, um überhaupt diesen ganzen Spaß ausrüsten zu können. Das ist relativ schnell erreicht, aber in der Zeit schafft man es auf jeden Fall, genug Crafting Parts und Karten sich irgendwie zurecht zu grinden, dass man zumindest eine Klasse sich vernünftig ausrüsten kann. Ganz sicher. Ich habe es zwar nicht versucht, weil ich habe wirklich quer durch die Bank alles Mögliche gekauft, weil ich halt rumprobieren wollte, um Erfahrungen zu sammeln. Aber ich bin der Meinung, man schafft es, sich eine Klasse zurechtzuschustern, die wirklich einfach irgendwie was taugt. Und hier habe ich einfach nur einen ganz wichtigen Tipp für euch. Wenn euch der Starfighter-Modus interessiert, dann kauft Starfighter-Boxen. Die sind mit am günstigsten und da sind auf jeden Fall immer Crafting-Parts drin und da sind immer Starfighter-Karten drin. Das heißt, ihr kriegt immer irgendwas, was ihr auch irgendwie weiter verwenden könnt.
und dann craftet nur in einen bestimmten Jägertypen. Ich persönlich würde euch dann einfach zum Abfangjäger zum Beispiel raten, der ist eigentlich immer eine gute Wahl. Ich habe den Bomber genommen, weil ich mehr Objectives spiele und da ist der Bomber wirklich einfach klasse, den kannst du auch nicht auf jeder Map spielen, aber im Endeffekt lohnt es sich auf jeden Fall, einen Starfighter sich komplett auszubauen. Dann habt ihr auf den Starfighter-Karten nicht das Problem. Ihr könnt spielen, was ihr wollt, wenn ihr aber merkt, da ist einer bei, der wirklich einfach euch jedes Mal eliminiert, weil er bessere Karten hat, dann könnt ihr einfach euren abgegradeten Jäger nehmen und den halt einfach platt machen. Und ehrlich gesagt hatte ich das bisher noch nie. Ich weiß, das wird Leute geben, die haben das wahrscheinlich rauf und runter. Mir persönlich ist es nie aufgefallen, weil Skill ist hier echt immer irgendwie mehr wert als irgendwelche ausgerüsteten Karten, selbst in dem Modus. Falls euch der Scheiß nicht interessiert, dann kann es natürlich noch sein, dass ihr lieber die Helden-Modes spielt. Dann konzentriert euch auf ein, zwei Helden und baut die erstmal aus, denn da ist es noch schlimmer. In den Helden-Modes ist es definitiv so MOBA-Style, man hat da wirklich seine Perks und die boosten einen des Todes. Also man hat da wirklich deutlich bessere Chancen, wenn man seinen Helden upgradet. Obwohl in den Helden-Modes 5 gegen 5 Teamplay noch deutlich wichtiger ist, als gute Karten zu haben. Und wenn ihr nur Galactic Assault spielt, weil euch der Modus interessiert, oder nur Assault oder nur den Deathmatch-Modus, dann konzentriert euch auf eine Klasse. Spielt eine Klasse, das gibt sowieso erstmal die meisten Bonus-Credits und die meisten Bonus-Sachen. Und wenn ihr dann die Klasse ausgerüstet habt, dass ihr da drei relativ gute Karten habt, dann könnt ihr was anderes spielen. Und der Unterschied zu epischen Karten von der normalen Stufe ist jetzt nicht so riesig, weil die meisten Karten bieten ja erstmal die grundsätzliche Option, etwas Neues zu bekommen. Und verstärken den Effekt dann nur noch minimal weiter. Fazit für dieses Video ist, es gibt definitiv ein paar Karten, die sollte man nochmal vielleicht ein bisschen abschwächen oder meiner Meinung nach sogar einfach komplett aus dem Spiel nehmen. Da sage ich auch wirklich, bei manchen Karten, das ist wirklich Quatsch. DICE hat gesagt, dass das ein neues System für sie ist, weil sie sowas in ihren Spielen bisher nicht angeboten haben und das stimmt auch. Und dass sie gesagt haben, dass das auch nicht alles final ist, das heißt, das Feedback der Community wird da weiterhin angenommen. Macht euch jetzt deswegen nicht verrückt, ich denke, da wird sich noch einiges ändern, gerade wegen dem riesigen Shitstorm, der hier ist. Aber tut mir auch bitte einen Gefallen, selbst wenn ihr noch so wütend seid, greift nicht Leute persönlich an. Also ich habe von Leuten gehört, dass YouTuber irgendwie Morddrohungen bekommen haben, weil sie ein Video drüber gemacht haben und das ist doch wohl nun wirklich lächerlich. Wir reden von einem Spiel und wem es nicht gefällt, der soll es doch bitte einfach nicht kaufen. Aber in einen Stream zu kommen, wo jemand Spaß an dem Spiel hat und ihn anzupöbeln, dass er dieses Spiel gekauft hat, dass es nicht angehen kann, dass man Geld für dieses Spiel ausgegeben hat, obwohl ich nicht eine einzige Lootbox gekauft habe und auch keine kaufen werde, das ist wirklich der letzte Kindergarten. Und mit diesen Worten wünsche ich euch noch ein schönes Leben. Tschüss. Oder habe ich hier irgendwas vergessen? Ich könnte es gerne sagen, wer das weiß. Hier, das Pay to Win. Ich habe 2500 Battle Points ausgegeben für ein AT-ST. Jetzt stomp ich alles kaputt. Was soll er denn jetzt sagen? Er kann Karten haben, bis er schwarz wird. Das hier gerade, ne? Das ist die Situation. Das ist das beste Gegenargument. Diesen ganzen Quatsch. Von wegen, die Karten sind zu stark. Als ob es in dem Spiel um Balancing geht. Guck dir das mal an, was hier gerade passiert. Das hat doch nichts mit Balancing zu tun. Wenn ich hier sterbe, dann sterbe ich halt. Das ist doch völliger Mumpitz, Alter. Das ist nicht balanced. Und das soll es auch nicht sein. Und jeder kann sich hier so ein Gerät schnappen und alles vernichten. Und das finde ich völlig okay. Weil das will doch jeder Star Wars-Fan mal machen, Alter. Ich habe keinen Bock, dass ich hier nach 3 Sekunden gleich mit so einem Gerät sterbe. Ich will alles vernichten. Müssen hier halt aufpassen, wenn so ein Ding hier steht, da nicht hinlaufen. Also echt jetzt mal.